Hallo, liebe Rad- und Wanderfreunde, jetzt also endlich zu der Auslosung von Dennis Minow, Cesar Cruz. Wir haben ziemlich viele Karten gekriegt, wesentlich mehr, wie das ich erwartet habe. Und ich habe auch noch andere Dinge gekriegt, wie zum Beispiel hier hat mir, wer war's? Andreas und die Zoe. Andreas und die Zoe hier das Bier noch vorbeigebracht. Dann hatte ich noch, habe ich mir draufgeschrieben, von Hans und Monika aus Strassberg hier einen kleinen Adventskalender. Ich habe den aber noch nicht angefangen, der ist nämlich so klein. Wenn ich da mit der 1 anfange, vermute ich mal, dass ich der ganze Kalender wegessen tue. So, und die Karten, die jetzt da drin sind, die werden wir euch jetzt erstmal alle zeigen. Die habe ich alle fotografiert und jetzt werde ich einfach mal einen Film einspielen und dann seht ihr mal, was für Karten da drin sind. Und danach tun wir dann auslosen. Sunday sitting on your back porch, and I came on with a couple of chords, and I played for you. You let me keep you entertained with stories I exaggerate that you know aren't true. And as you sit there making daisy chains, and I throw in a hand grenade and tell you how it is, I really feel for you. I'm sending postcards from my heart with love for a postmark, and then you'll know that you make me feel like we've been caught like kids in the schoolyard again. And I can't keep it to myself, can't spell it any better. L-O-V-E forever. I hope you'll know that I'm sending a postcard. I don't care who sees what I've said, or if the whole world knows what's in my head. We chased the sun till it got away on a bicycle that your daddy made, but not made for two. Then we sat out on your rocking chair, you with a flower in your hair that I found for you. But then Monday always comes around and it's sad, 'cause I can't see you now. I want you to know you're always in my head. I'm sending postcards from my heart with love for a postmark, and then you'll know that you say the words that torture me, but inside I know exactly how I feel. The things that I can't say out loud, I'll find a place to write it down. I hope that they will find you in the end. I'm sending postcards from my heart with love for a postmark, and then you'll know that you make me feel like we've been caught like kids in the school.
sind über 100 Karten. Ich hoffe, ihr habt mitgezählt. Ich selber weiß nicht mal genau, wie viel das sind. Ich weiß nur, dass es über 100 sind. Und dann hätte ich mal sagen, jetzt fangen wir an mit 10. Und die Sabine zeigt euch jetzt, was für ein Teil verlost wird. So, also das erste Teil ist das César Grüß in Gelb. So, und wer zieht zuerst? So, also nicht reingucken, nur die Hand rein, ja? Und eine Karte nur ziehen, ja? So, und was hast du da? Hier ist diese Karte. Die Karte ist von einem Matthias Hanke aus Wertingen. Herzlichen Glückwunsch. Von mir auch. So, und der Marvin zieht der nächste. Halt, was so, für ein... Das nächste ist das durchsichtige César Grüß. Und der Marvin zieht jetzt die Karte dazu. So, das ist diese Karte und es ist von einer M. Gehle aus Bad Wünnenberg. Radtouren Gehle. Herzlichen Glückwunsch. Und als letztes geht es um das weiße Sesakrus. So, und jetzt Melina wieder. So, und das ist von Klaus Jan aus München. Das sieht man ja. Hofbräu aus. Du hast richtig gezogen für den Papa. Ha? Herzlichen Glückwunsch. Jawohl. So, das war's schon. War jetzt so wahrscheinlich das kürzeste Video von mir überhaupt. Dann sagen wir jetzt Tschüss und noch einen schönen zweiten Advent euch allen, ja? Tschüss. Tschüss. Sagt ja Tschüss. Marvin. Also.